wissen, ich war bei Primark einkaufen, weil der Kleine heute seinen ersten Eingewöhnungstag in der Kita hatte. Und da brauchten wir ein paar neue Sachen für die Kita direkt. Und da sind noch ein, zwei Sachen für uns mit in die Tüte gewandert. Und ich würde sagen, fangen wir an mit dem Primark-Haul. Ich werde jetzt wahllos da reingreifen, weil es einfacher ist. Als allererstes habe ich mir hier eine Jeans geholt. Also eine Jeggings von ihr. Die war im Angebot. Die hat davor 13 Euro gekostet, jetzt nur noch 5. Und die hat hier so eine Biker-Optik, nenne ich das jetzt mal. So eine habe ich ziemlich lange gesucht. Allerdings in einer anderen Farbe wollte ich sie eigentlich haben. Aber für 5 Euro dachte ich mir, nehme ich sie mal mit, kann ich nichts verkehrt machen. Und es ist endlich mal eine Hose, das mag ich an Primark-Hosen total, die von der Länge her genauso lang ist, wie ich es brauche. Also, versteht ihr, wie ich meine? Ich bin ja recht klein und dann bei H&M labbern die mir immer noch unten rum und stauen sich so eklig. Finde ich immer uncool, deswegen, also die passt perfekt. Dann haben wir ein T-Shirt für meinen Freund in Schwarz. Achtung, ich werde gleich überbelichtet sein. Und zwar ist es dieses hier. Ihr habt ja schon gesehen, dass im letzten Haul bei H&M mein Freund euch die Sachen getragen gezeigt hat, diese XXL-langen T-Shirts. So sind es jetzt hier auch wieder. Ich zeige es jetzt mal eben ganz kurz so. Das ist hinten. Hat an den Seiten so eine Reißverschlüsse. Und hat gekostet 9 Euro. So, dann gab es dieses T-Shirt noch für meinen Freund. Und das ist hier, ist das ziemlich cool. Und zwar steht hier hinten noch drauf. So. Und das fanden wir ganz cool. Das hat nur 5 Euro gekostet. Und das finde ich ein schönes Schnäppchen. Und das sitzt wirklich super gut. Dann noch ein Teil von meinem Freund. Nochmal so ein Longshirt. Ist auch wieder so ein langes. Hat auch wieder hier unten diesen Reißverschluss. Und hat ebenfalls 9 Euro gekostet. Ah, jetzt kommen wir mal zu einer Sache von mir. Gibt es diese Shorts hier, die sind super, super luftig. Und stelle ich mir super schön vor als Basic zu eben etwas auffälligeren T-Shirts oder eben auch so. Dann durfte mit, und das ist ja mein Herzstück des Einkaufes, dieser super süße Rock. Ich habe ihn leider falsch gegriffen. Ich wollte, also erst hatte ich eine 36 gegriffen. Die passte zwar, aber ich mag es nicht so, wenn es auch nur so ein bisschen einschneidet, finde ich das schon nicht so toll. Und dann bin ich in der Eile noch nochmal hochgerannt zu Primark und habe dann versucht, eine 38 zu holen und habe aber eine 40 gegriffen. Aber ich denke, dass das ist in Ordnung, weil hier vorne ist das Bändchen, da kann ich es ein bisschen enger stellen. Ist hier auch wieder so ein ganz luftiger Stoff, super lang. Also das ist so ein ich trete mit drauf Rock. Und da bin ich schon gespannt, wie ich ihn kombinieren werde, weil ich nicht weiß, wie ich das noch anstellen werde. Also vielleicht seht ihr es ja gleich im Video, wie ich es anziehen möchte. So, dann habe ich, fand ich super süß, ich stand an der Kasse schon, diese ultra niedliche Tasche mitgenommen, die ich jetzt in meine Arbeitstasche machen möchte, dass ich immer eine dabei habe. Und zwar steht hier drauf, I'm really a mermaid. Und dann, oh, hier schau ich mal. Voll süß, ein kleiner Wal. Ein kleiner, dicker Wal. Ja, fand ich süß, hat 2 Euro gekostet. Achso, der Rock hat 12 Euro gekostet. So, jetzt kommt, glaube ich, die Tüte mit den Kindersachen. Socken kosten 2,50 für den Mann. Dann Kindersocken in der Größe 2,5. Keine Ahnung, ja. Na, jedenfalls passen sie, sind 3 Euro haben die gekostet und haben hier unten noch so eine Noppen dran, was ich für die Kita super wichtig fand. Dann gab es so eine Trägershirts. Jetzt einfach als Unterhemdchen für drunter ziehen. Und achso, das hat 2 Euro gekostet. Dann gab es das T-Shirt hier nochmal mit Sternchen drauf. Hat auch 2 Euro gekostet. Also ist alles so Kita-Zeug, ne? Also nichts krass Besonderes. Dann gab es hier diese Hose mit Sternchen drauf. Passt ganz gut zu den Unterhemdchen. Die haben, glaube ich, zusammen gekostet 5 Euro und sind halt in der 98. Ich finde, sie fallen sehr, sehr groß aus. Was mir aber ganz recht ist, so halten sie den ganzen Sommer über noch. Und sie sind halt, wie gesagt, für die Kita. Und dann hat die Kita gesagt, sollen wir Unterwäsche für ihn schon kaufen, weil sie jetzt mit ihm anfangen wollen, das Töpfchen aufs Töpfchen gehen. Also wir haben so süße kleine Toiletten bei uns, richtig. Also gar nicht mehr die man ausschüttet, sondern eine richtige Toilette für die Kleinen. Und da haben wir die mitgenommen.
tut mir da nicht weh, wenn sie dreckig werden, wenn sie kaputt gehen. Ist halt so, ne? Haben 4 Euro gekostet und sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück drin. 7 Stück, sorry. Dann nochmal Socken für den Papi. Zack, auch 2,50. Dann haben wir hier auf der Liste stehen gehabt, längere Shirts, also T-Shirts, die länger sind. Dann haben wir das hier mitgenommen für 2 Euro. Ja, fanden wir süß, hat er sich selbst ausgesucht, deswegen durfte es mit. Irgendwie haben die bei Primark gerade gar nicht mehr so eine Hemdchen. Aber das ist nicht schlimm, dann packe ich ihm einfach ein Body ein und ein T-Shirt mehr, dann könnt ihr das damit auch wechseln. Dann habe ich mir noch ein paar Basics mitgenommen, so ein Basic Trägertop für 2,30. Ich habe da auch ehrlich gesagt wahllos reingegriffen nach den Größen, weil es mir echt egal war. Ich war danach nur noch platt. Also hier, das ist zum Beispiel viel zu groß, das ist eine 40. Aber dann kann ich das wenigstens länger runterziehen und es sitzt ein bisschen lockerer, ist okay. Das war jetzt gerade eine 38. Ja, fand aber die Farbe schön, aber es gab die halt nicht mehr in allen Größen. Deswegen habe ich einfach nur mal ganz kurz geguckt. Naja, ihr wisst schon. So, dann habe ich hier noch eins in Blau mitgenommen. Das hat gekostet 2 Euro, das andere hat auch 2 Euro gekostet. So, dann gab es die süße Kita-Tasche für ihn. Ist jetzt kein Muss gewesen, stand jetzt nicht auf der Liste drauf, aber sie meinte, wenn wir ihn, also bei denen ist halt so, Dienstag gibt es immer einen Obsttag, da bringt jede Mama ein, oder jeder Papa, je nachdem wer ihn bringt, bringt einen Obstteil mit und das darf er dann selber transportieren. Bei mir ist die wirklich direkt um die Ecke, die Kita. Und deswegen darf er dann diesen kleinen Rucksack tragen, hat er sich auch selbst ausgesucht, also hat danach gegriffen, er liebt die Minions. Und deshalb durfte er die haben. Ich hatte ja eigentlich eine andere im Blick, aber nun gut, wenn das Kind das die haben möchte. Ja, die hat 8 Euro gekostet und ist super niedlich und hat halt hier diesen 3D-Minion drauf. Ja, voilà. Jetzt noch 3 Sachen. Dann habe ich mir hier eine normale Basic-Shorts geholt mit so einem Hüschen unten dran. Die hat gekostet 4 Euro, wenn ich mich nicht täusche. 4 und hat halt dieses Muster. Dann hat der Vater sich eine Sonnenbrille mitgenommen. Ich glaube, jeder, der zu Primark geht, nimmt sich eine Sonnenbrille, glaube ich, mit. Und normalerweise diese Stoffschuhe noch. Aber die habe ich ehrlich gesagt noch nie mitgenommen. Wollte ich eigentlich heute machen, habe es aber irgendwie verpeilt. Jedenfalls hat der Papi sich die mitgenommen. Ich setze sie mal kurz auf, dass ihr mal seht, wie sie aussieht. Yeah! Ja, die durfte mit. Die hat 3 Euro gekostet. Ich habe gar nicht danach geguckt, weil ich war zum Schlüpfen noch genervt. Deshalb habe ich jetzt nicht mehr weitergeguckt und ich bin ja sowieso angewiesen drauf, dass ich eine Stärke trage. Aber sehr, sehr cool fand ich, dass sie ihn super steht. Und jetzt das letzte Teil und das war so ein Schnäppchen. Und zwar ist es dieses T-Shirt. Ich habe gar nicht geguckt, was draufsteht am Anfang, sondern ich fand einfach die Waschung schön. Hier steht ganz klar Disney Frozen drauf. Ich finde die Waschung super schön. Ich finde hier dieses Ärmelchen total schön gemacht. Ist auch schön lang, also es geht wirklich über den Po drüber so ein bisschen, also ist, wie wisst ihr, ich meine, ihr seht es ja gleich getragen. Jedenfalls durfte das mit und ich finde das super schön und hat statt 8 Euro nur noch 3 Euro gekostet und musste auf jeden Fall mit. Genau. So, das war's jetzt mit meinem Primark-Haul. Es ist doch einiges, wenn ich jetzt hier den Haufen so angucke, aber es ist nichts super Besonderes jetzt mit bei. Ich dachte mir, ihr wollt es vielleicht trotzdem sehen. Wir waren ja auf Mission Kindergartenklamotten kaufen. Jetzt werden die Sachen erstmal ordentlich durchgewaschen und dann filme ich die euch, beziehungsweise die filme ich euch jetzt noch ab und wasche sie dann. So, dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und schreibt mal fleißig in die Kommentare, welche Teile ihr besonders cool findet und wie ihr diesen Rock kombinieren würdet. Denn da bin ich eben noch ein bisschen ratlos, wie ich den kombinieren möchte. Ja, dann viel Spaß bei... super Wetter, was momentan herrscht, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!